Hallo, jetzt beginnt die blaue Stunde, das heißt, die Sonne ist gerade untergegangen und die Dunkelheit setzt langsam ein. Es lohnt sich durchaus mal hier länger im Garten oder im Wald zu sein, zu dieser Zeit, denn wer jetzt denkt, es ist still, hört ein bisschen, denn eigentlich ist noch ziemlich viel los. Ich glaube nicht, dass man das jetzt so gut hört, aber um diese Zeit sind noch viele Vögel aktiv. Vor allen Dingen die Amseln zum Beispiel, die hört man jetzt im Hintergrund ganz leise. Die Amselmännchen singen seit Februar ganz stark und besonders morgens vor Sonnenaufgang und abends nach Sonnenuntergang singen die Männchen ihr umfangreiches Repertoire. Also die können richtig viele Melodien und Strophen singen und suchen sich dafür einen erhöhten Platz aus und singen von da aus. Am liebsten singen sie, wenn das Wetter hier ein bisschen feuchter ist, also so in den Frühsommer dann oder Sommer hinein, wenn es etwas nicht so trocken ist wie jetzt, weil jetzt ist es wirklich arg trocken. Aber ein bisschen hört man sie jetzt auch. Und jetzt sieht man hier an dem Himmel einen ganz hellen Punkt. Der sogenannte Abendstern, den kann man jetzt im April in westliche Richtung sehen. Das ist zur Zeit des Sonnenuntergangs so ein wirklich sehr auffälliger Punkt, weil viele Sterne sind noch nicht da. Aber dieser Abendstern ist eigentlich gar kein Stern, das ist eigentlich ein Planet. Also wir können hier die Venus sehen, die dort oben jetzt steht. Und es dauert jetzt noch nicht mehr so lange, dann kommen noch mehr Sterne dazu. Hier in der Eifel kann man das ja noch ganz gut sehen. Und was man noch sehen kann, sind jetzt schon einige durchgehuscht, aber ich glaube, das erkennt man hier nicht gut. Fledermäuse. Fledermäuse suchen sich in alten Gebäuden, Scheunen oder hier alten Bäumen, wie bei uns, gern ihre Höhlen und kommen dann nachts raus. Also sind ja dämmerungs- und nachtaktiv. Und es ist eigentlich ziemlich spannend, um diese Zeit hier draußen zu sein und einiges zu entdecken, zu hören und zu sehen.